Hallo und willkommen zurück zu Harvest Moon Back to Nature am 15. Herbsttag im dritten Jahr. Die Kühe, die sind auch schon versorgt, dann brauche ich euch das nicht noch antun, wie die gemolken werden. Brauchen wir nur noch eben kurz die Schafe wieder nackig machen, denen eine Glatze schneiden. Damit wir auch noch ordentlich Garn verkaufen können. Wir brauchen ja neben unserem Schmuckimperium, brauchen wir ja noch ein zweites Standbein. Da decken wir dann einfach Nähgeschäfte mit ein. Mit Wolle. Stricken und Häkeln ist ja eh gerade wieder in. Dann passt das ja. Einmal die goldene Wolle. Ich glaube, ich hätte das tatsächlich bei Harvest Moon hier etwas anders geregelt. Dass dann halt die Tiere nicht so sich gegenseitig überlagern. Ich glaube, ich hätte dann einfach das so gemacht, dass jedes Tier hier in einer einzelnen Kabine ist. So, 1, 2, 3 nackige Schafe. 4, 5, 6, 7. Ich hätte auch ins Inventar gucken können. 7-mal Wolle, genau. Ich glaube, ich hätte die wirklich alle in eine einzelne Kabine gepackt. Und dass da an jeder Kabine quasi so ein Futtertrog dranhängt. Dass man die dann von Kabine zu Kabine füttern kann. Allein um zu verhindern, dass die sich hier so teilweise so derbe überlagern. Oder auch einfach hier rausrennen. Hätte ich wahrscheinlich zumindest versucht so zu machen. Ich muss zugeben, manchmal frustriert mich das dann doch, wenn ich dann die ganzen Kühe hier melke. Und vorher natürlich noch ansprechen und bürsten, damit schön die Zuneigung immer oben bleibt. Und die sich dann so wie hier so ein Knäuel von drei Schafen, mindestens drei Schafen, überlagert und am besten hängen die alle hier in so einer Ecke. Dann kommt man an nur ein einziges ran und die anderen, die stehen dann irgendwie wie bestellt und nicht abgeholt da. Und ich glaube, wir können noch etwas Rasen mähen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Power. Nein! Da haben wir einen Saatgut weggesäbelt. Und ich weiß gerade nicht, was da überhaupt wächst. Lassen wir doch mal eben gucken. Farm von oben. Och, und das war Spinat. Okay, da ist es nicht schade drum. Da ist auch schon eine fertige Fuhre Spinat. Hauptsache, wir säbeln hier das Paprika nicht weg. Hier ist auch noch eine fertige Fuhre. Da wird Papa sich freuen. Und nochmal. Hui! Und so langsam geht auch in Wirklichkeit dem Sommer entgegen. Das heißt, schön satte grüne Wiesen. Klar, die haben wir im Frühling zwar auch, aber jetzt im Sommer merkt man das natürlich, oder kurz vorm Sommer merkt man das natürlich noch mehr. Weil jetzt die ersten Sonnensüchtigen schon draußen in ihren Gärten liegen. Jetzt gerade zu Pfingsten. Da bietet sich das ja auch an. Die Sonne liege raus in den Garten, sofern er dann vernünftig gemäht ist. Davon abgesehen, ich hasse mittlerweile Rasenmäher. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Mein Nachbar... mäht dann fürs ganze Haus hier halt den Rasen und der übertreibt es wohl zwischendurch gerne und hier in der Straße generell. Manchmal übertreiben die es doch etwas mit ihren Rasenmähern. Manchmal passiert das sogar, dass man dann stundenlang den Rasenmäher hört und sich wundert, was mäht der da so lange? Wir haben doch hier keine Fußballfelder am Haus. So viel Rasen, wie der, solange wie der Rasenmäher läuft, so viel Rasen haben wir in der ganzen Straße nicht. Und dann erwischt man den Nachbarn, wie er mal wieder den Rasenmäher im Stand laufen lässt.
Die Umwelt wird sich bedanken. Gerade bei einem Benzinrasenmäher. Und dann muss man erstmal ein Pläuschen halten mit den netten Nachbarn. Obwohl das ja nicht nur mein Nachbar hier im Haus so drauf hat, sondern ein paar Häuser weiter konnte ich das auch schon beobachten. Und ich war tatsächlich schon mal kurz davor, die zu fragen, ob die nicht Bock hätten, einfach mit einer Sense den Rasen zu mähen. Zum einen ist es leiser, man hört dieses verdammte Geräusch von dem Benzinrasenmäher dann nicht mehr. Zum anderen ist es viel, viel, viel umweltschonender. Ich glaube, manchmal, was die hier manchmal in die Luft blasen mit ihren Rasenmähern, da frage ich mich dann, warum regt ihr euch dann über die Feinstaubbelastung in großen Städten auf? Kommt mal hierher, wenn die Rasen mähen. Nein, ich mache nur Spaß. So schlimm ist mein Nachbar dann ja auch nicht. So, die restliche Fläche, die machen wir einen anderen Tag. Ja auch noch. Ach, die Pilze und so, das können wir auch einsammeln, wenn Sechs das Geld schon längst gebracht hat. Ob wir das mit dem nächsten Tag verrechnen. Ach, und hier ist auch noch so satte Ernte. Och, mir auch. Mann, da kommen wir heute gar nicht hinterher. Hühner müssen wir auch noch. Da laber ich und wir haben die Ernte noch nicht mal eingebracht. Ich sollte mich schämen. Schäm dich, Kalana! Schäm dich! Shame on you! Shame on me. Okay, den Spinat, den pflanzen wir jetzt nicht nochmal nach. Kommt gleich irgendwas anderes rein. Wir haben ja auch noch Sommersaatgut. Winter haben wir ja gar nichts. Es gibt kein Wintersaatgut. Ich glaube, wir pflanzen hier dann wieder Kürbisse. Und draußen können wir noch einmal Spinat pflanzen. Aber vorher gießen wir hier den ganzen Kram mal. Unsere zwergischen Mitarbeiter kommen ja nicht dazu. Faules Gelumpe. Und nur mal so interessenhalber. Mäht ihr eigentlich zu Hause selber den Rasen? Lasst ihr das eure Eltern oder euren Partner machen? Oder vielleicht eure Kinder von wegen hier? Verdient euch ein paar Euro dazu? Könnt ihr den Rasen mähen? Habt ihr was zu tun? Und auch noch eine Beschäftigung an der frischen Luft. Oder habt ihr überhaupt einen Rasen zum Mähen oder nur einen Balkon? Also ich weiß noch, meine letzte Wohnung, als ich vor knapp 5 Jahren hier in meine jetzige Wohnung gezogen bin, da war ich eigentlich richtig froh, so oh, geil, Garten hinterm Haus, den man auch nutzen kann. Und ganz ehrlich, ich habe den seit heute noch nicht einmal wirklich genutzt. Ich weiß auch nicht warum. Also vielleicht, weil es mir unangenehm ist. Wenn ich einen Garten nutze, ich möchte dann schon auch da mich sonnen können, ohne dass mir die ganzen Nachbarn dann direkt auf die Plauze gucken können. Einmal möchte ich das nicht und ich möchte das auch meinen Nachbarn nicht antun. Diesen Anblick möchte ich denen dann doch ersparen. Und eben die ganzen Fenster, Balkon oder die ganzen Terrassenfenster und Wohnzimmerfenster von den ganzen Nachbarn gehen halt alle Richtung Garten raus. Oder auch mal zum Lesen in Garten setzen, aber ich möchte dann nicht unbedingt die ganze Zeit von den Nachbarn begafft werden. Der Garten hier, das muss man so sagen, einfach. Das ist ein Garten, wie man ihn aus den Katalogen kennt. Ein Garten zum Angucken und nicht zum Nutzen. Irgendwie das ganz krasse Gegenteil von dem, was wir damals bei meiner alten Wohnung hatten.
wohnte ich in einem 16-Parteien-Haus. Da war zwar Grünfläche auch hinterm Haus und neben dem Haus, aber die wurde wirklich von niemandem genutzt. Vielleicht mal ein paar Kinder, die da gespielt haben. Aber das war einfach nur so eine Grünfläche auch. Die war einfach da. Die war aber nicht wirklich zum Nutzen irgendwie gedacht. Zumindest kam mir das immer so vor und bei der Umgebung, wo ich damals gewohnt habe. Ich, Digga, du hast aber eine Menge, mach weiter so. Da, wo ich damals gewohnt habe, da wollte man auch nicht unbedingt den Garten nutzen. Das war so eine typische. Das war so ein typischer Block. So Block an Block an Block. Was nicht heißen soll, dass ich was gegen Blocks habe. Aber die Leute, die da gewohnt haben, um es mal nett zu sagen, das war nicht gerade die tollste Sozialschicht, die da wohnte. Da wohnten so in der Umgebung, in der Straße, da wurden so die Sozialfälle der Stadt dann abgeladen. Unter anderem. Und es war wirklich ein sehr, sehr, sehr bunter Mix. Also, es war schon teilweise interessant anzusehen. Wir hatten in den einen Block, da wohnte dann ein rechtsradikaler Mensch, mit dem ich ein, zweimal auch aneinander geraten bin und das Gott sei Dank mal mit der Polizei klären konnte. Und bei uns im Haus, da wohnten so eigentlich in der Straße noch mit die ruhigsten. Das sollte bei der Straße damals echt schon was heißen. Dass das mit die ruhigsten waren. Und unter anderem wohnte da eine, ich würde mal sagen, vielleicht Mitte 20 war die, eine Punkerin, durch und durch. Also eine richtige Klischee-Punkerin. Mit ihr wollte keiner was zu tun haben. Aber auch mit dem rechtsradikalen Menschen im Nachbarhaus wollte keiner was zu tun. Oh, Frauchen, was hast du denn zu erzählen? Gute Nacht, schlaf schön. Mehr hast du nicht zu sagen? Was ist denn los? Ich gehe bald schlafen. Kommst du auch? Ja. Ich komm gleich. Ich muss nur noch ein bisschen Saatgut ausbringen und eben ein paar Pilze noch einsammeln. Und das war eigentlich ganz interessant anzusehen. Deswegen hat man auch die Rasenfläche einfach nicht genutzt. Weil auf einmal saßen dann dieser rechtsradikale Mann und die wirklich klischeebelastete Punkerin saßen dann meistens gemeinsam, weil die wirklich keine Freunde hatten, was eigentlich echt traurig ist. Aber die saßen dann gemeinsam auf der Wiese hinterm Haus und haben dann gemeinsam sich betrunken. Wo ich auch im Endeffekt dann auch echt froh war, als ich aus dieser Wohnung rauskam. Da haben wir uns einmal auf den Hintern gepackt. Also man mag es echt nicht glauben, das heißt ja immer so, oh, so diese Rechtsradikalen und die, so diese richtig klischeebelasteten Punks, die, dass die sich nicht gegenseitig ausstehen können, aber diese Straße hat mich eines Besseren belehrt. In der Not frisst der Teufel Fliegen, heißt es immer so schön. Und dort war es einfach, in der Not schafft man sich einfach neue Saufkumpanen. Und wenn es komplett das andere, feindliche Ufer ist, Hauptsache überhaupt jemanden zum Saufen. Deswegen habe ich da auch nie das Grün benutzt. Also ich war echt froh, als ich dann in meine jetzige Wohnung gezogen bin, wo ich zwar den Garten nie benutzt habe, aber zumindest ist da mehr Grün und so, was man auch nutzen kann, wenn man möchte. Oder wenn ich halt bei meiner Freundin zu Besuch bin. Ihre Eltern, die haben ein riesiges, wirklich mehrere Hektar großes Grundstück. Und da kann man die Natur zumindest dann noch etwas genießen. Und ich war immer froh, dass ich halt nie selber Rasen mähen musste. Höchstens mal in meiner Kindheit, als ich noch damals bei meiner Mutter gewohnt habe.
Aber selbst da hat sie das meistens gemacht. Weil sie niemanden an ihren neuen tollen Elektrorasenmäher ranlassen wollte. Man könnte ihn ja kaputt machen. Aber so sind Eltern halt auch. Entweder die lassen einen den Rasen mähen. Oder es heißt, oh nee, das darfst du nicht. Du machst die Maschine nur kaputt. Aber mein Glück hätte das auch noch passieren können. So wie ich mich kenne, ich hätte es wahrscheinlich wirklich geschafft, beim Rasenmähen einmal über das Kabel vom Elektrorasenmäher rüberzufahren und damit die Stromzufuhr für immer zu kappen. Unser Saatgut hier, unsere Kürbisse, können wir auch mal eben wegpacken, bevor wir ins Bett gehen. Und wieder ein erfolgreicher Tag geschafft. Wie sieht denn unsere Sense aus? Ja, Mitrilsichel zum Schneiden von Gras oder Unkraut. Vorsicht, sie schneidet auch Gemüse und Blumen nicht gegen deine Tiere richten. Scheint ja immer noch schön scharf zu sein. Das heißt, wir können am nächsten Tag mal den restlichen Rasen mal mähen.